Ich lade jetzt übrigens noch mal einen älteren Speicher, weil mir aufgefallen ist, dass ich irgendwie die voll offensichtliche Antwortoption im Dialog verpasst habe, wo ich Lengras noch ein paar Fragen hätte stellen können und sie noch irgendwie coole Dinge erzählt hätte. Und ja, ich habe mir das nach dem Stream noch mal angeguckt und ich wollte jetzt nicht den ganzen Encounter nochmal machen. Und ich würde es deswegen auch nicht laden und nochmal machen, aber ich wollte nochmal den Speicherstand vor wir gehen da reinladen, damit ich wenigstens die Sachen nochmal durchquatschen kann, weil das möchte ich meinem unfassbar tollen Publikum nicht vorenthalten. Ja, der Hase hat ein paar die Hütchen in die Runde geschmissen, aber auch da sieht man nichts an Icons. Okay. Ich weiß nicht, wo man die dämlichen Partyhütchen sehen soll. Naja, was heißt Cheater? Ich meine, man sieht ja trotzdem keinen Partyhut. Ja, ich wollte laden. Hier, den wollte ich laden. Und danach lade ich da, wo ich abgespeichert habe, und dann machen wir wieder weiter. Oh, Sidi, da musst du jetzt nicht drauf. Jetzt, wo ich entdeckt habe, dass ich meine In-Ear-Kopfhörer an mein Mikrofon anschließen kann und das voll gut funktioniert, glaube ich zumindest, bin ich gar nicht mehr so scharf drauf, dass du auf meinen Schoß kommst, wo jetzt das Kabel lang liegt. Ja, und du leidest ganz doll, mein Schatz, ja. Oh, nicht glücklich. Na, ja, jetzt leidest du ein bisschen weniger, solange die Mama krault. Und wer bedient jetzt meine Maus? Ja, braucht die Mama noch einen weiteren Arm, ne? So, das überspringe ich einfach mal relativ schnell. The Watcher of Cadnua. I expected you'd find us eventually. Ich finde es übrigens interessant, wenn man irgendeine Gesprächsoption nimmt, wo man in den Kampf geht, sieht man, dass Lenkrad irgendwie halt da steht, wo sie ist, und man selbst steht halt irgendwie gefühlt Kilometer weiter unten auf der Karte. Also die hat anscheinend ganz schön Stimmvolumen, dass die sich so mit uns unterhalten kann. Sie braucht seinen Schraubenschlüssel mit einem Hut. Ah ja, um ihn bei dir am Kopf festzuzurren, vermutlich. Wer hat eigentlich die Catcam umgeschmissen, Kinder? Also nicht, dass eine Katze drin liegen würde, aber. Guck mal, geht das so? Weiß nicht. Also, irgendwie gefällt mir der Winkel jetzt nicht so ganz, aber. Warte, irgendwie so. Ich hasse es, wenn ich auch der Hintergrund in der Catcam bin. Ich finde es genug, wenn ich auf einer Kamera drauf bin, aber so sieht man wenigstens, dass da eine Katze ist. Vielleicht kann man das noch so ein bisschen so. Ja. Geht so halbwegs. Sieht weird aus, aber es geht. No offense, but if she's hiring, I'm going with her. I'm a little more surprised to find you're still carrying that abomination around. I imagine Consulholt is better company without his tongue. Ja, so weit waren wir schon mal.
Just for fun nehme ich jetzt was anderes. Ich bin gerade dabei, mich an ihn zu gewöhnen. You could do better, I have to say. But I'm getting ahead of myself. I am Lengroth. Ja. Genau, erstmal die Drachen loben. Du hast äußerst beeindruckende Freunde. Thank you. Ja, er freut sich. Süß. Die Katze leuchtet grün. Grün? Grün? Ich sehe an dieser Katze nichts Grünes außer den Augen. Einer der Drachen grinst breit. Oh, was ist das? We have heard of you. You killed Saphira, the old one, the master below. Das ist übrigens die einzige Art und Weise, wie man rausfindet, wie der Drache im Keller gehießen hat. She spoke to us sometimes. Time made her cruel. Ja, das sehe ich auch so. You're quite the dragon hunter, in fact. Ich habe schon zwei Drachen auf meiner Liste. Ihr wollt nicht auch auf die Liste. Lengroth has told us a great deal about you. Okay, ist das so eine Art Kult? Lengroth knew something Consulhaut did not. The brevity of life should be embraced, not feared. Each generation brings with it renewed strength and saves us from stagnation. Ja, den Text hatten wir auch schon. When his time came, Lengroth was willing to let go, to leave his memories and body behind. He entrusted the gift of his life force, his vibrant spirit, to a worthy successor. Ja, okay, gerade, also je nachdem, wie Sid sich dreht, und ich glaube, je nachdem, wie die Beleuchtung von meinem Lichtchen hier an der Seite ist, kriegt Licht Sid, glaube ich, auch ein bisschen verschieden Licht ab. Also, das ist sehr seltsam. Also tatsächlich sah er gerade kurz für mich auch grün aus. Ja, jetzt wird es ein bisschen gelb. Jetzt, wo das Licht blau ist. Das ist sehr interessant. Ja, einigen wir uns darauf einfach, dass Sid so ein kleines bisschen der Hulk ist heute. Ich kann nicht gucken, ich krieg gerade noch einen Partyhut angeschraubt mit den großen Pulsen. Ja, sei froh, dass du wenigstens einen Partyhut kriegst, der Rest von uns kriegt keinen. Einigen wir uns darauf, dass du eine verstrahlte Katze hast. Hab ich gerne. Oh nein, naja, es ist Sid, ja doch, ja, hast recht. Consulhaut clung to his pathetic existence like a leech. And there are others like him, who would see all the world serve as kindling, if only their flame can go on burning. Consulhaut's knowledge cannot outlive him. Jetzt nehme ich mal, ich bin also ein loser Faden. Yes, that is where we stand. You have knowledge of Consulhaut's efforts, his limited success. I cannot let you leave. Cool. Can't we throw you in the salt well for a bit? Den Kommentar haben wir deswegen leider das letzte Mal auch verpasst. Finde ich aber an sich einen guten Vorschlag. Vanilla blickt mich mit schwacher Hoffnung an. Ich will aber gar nicht alles vergessen. And I have promised Gavinerkos and Turisolvus an opportunity to pit their strength against one of the Dragon Slayers. Ja, super, danke. Genau, das war nämlich die Antwortoption, die ich das letzte Mal nicht genommen habe, wodurch man nochmal keine Ahnung wie viele Möglichkeiten zum Nachfragen kriegt. Hilf mir wenigstens, das zu verstehen, bevor wir uns gegenseitig auf die Fresse hauen. It'd be a shame to die confused. Ja, was du sagst, Kana. It's not as if you'll understand for very long, but as you wish.
Ich liebe Lengrath als Charakter eigentlich, aber sie ist schon ein bisschen arrogant. Was machst du hier draußen? Why? Because it's quiet, out of the way. The local wildlife keeps out the rabble. I've never minded being out in the open air. But some of the apprentices found it difficult at first. But a bright young mind that can't survive contact with blood and dirt will fare very poorly in this world. True. Ich habe im Sumpf ein paar von deinen Opfern gefunden. Intruders, mostly. How pleasant it would be to live in a world where nothing unfortunate ever happened to those who didn't deserve it, don't you think? That would be dreadful. Waren Kanzelhot und du schon immer Feinde? No, not at all. Oh, he and the original Lengrath were distantly aware of each other, I'm sure, being masters in their field. I learned of his obsessions too late. Perhaps if we'd been on better terms, I could have convinced him to reconsider. Der Charakter heißt Lengrath. Ja, ja. Too late in any case. Besitzt du mehr als Lengraths Titel? Was ist mit seinen Erinnerungen? His memories, his awareness, those died with him. But his power remains. As a watcher, you must have seen by now that certain spirits possess more strength than others. Ja. Das mit der Catcam wird einfach nicht besser, seit meine Kinder sich weigern, sich in sie reinzulegen. Also in das Feld vom Fokus von der Catcam. Ja, da kannst du dich hinlegen, Sid. Das ist eine gute Idee. Ja. Weiter? Ja, das könnte. Warte. So. Ja. Das können wir mal so lassen. His knowledge we secure in the usual way. It is my hope that we will someday spread Lengroth's teachings beyond our numbers. Your books are too small to read. Better to learn it in song. Bitte was? Als Lied? Wollt ihr, dass Kahn euch was singt? No singing. Die zwei sind irgendwie weird, aber süß. Von wie bist du zu Lengrath geworden? A great deal of study and a little magic. Once a suitable candidate has been selected, their predecessor gives up his life and essence, and the soul is transferred. I studied for many years and was selected, but at any step I might have turned away, buried myself in common living. My choice was to stay. Ich kann nicht spielen, ich muss zwei Katzen kraulen. Eine hinter mir und eine neben mir. Und das findest du nicht unnatürlich? Not at all. The energy of souls is a natural force all around us. Every being leaves traces of their passing, even as their essence finds root in new soil. We accept that the cycle exists and that death will come. It is what we leave behind that matters. A life bettered by our efforts. Okay, das war alles, was nicht was ich mich gefragt habe, sondern was ich meinen Zuschauern noch nachliefern wollte. Danke auch. A curious mind is a gift. Perhaps your soul will retain that quality. Danke, Lynn. So lieb von dir. So, ich nehme jetzt die Angreifoption und danach lade ich meinen Abspeicher. Also es gibt hier keinen Kampf zu sehen. Egal, wie sehr ihr das wollt. Better luck on the next turn of the wheel, my friend. I'm sure you'll be remembered. I've never eaten a watcher before. Ja, wirst du auch nicht. Genau. Und jetzt sieht man nämlich, also allein schon darin, dass hier unten die ganzen Porträts zu sehen sind,
Die steht hier oben und wir stehen da unten. Die hat sich von, also sie steht glaube ich irgendwo da und wir da, die hat sich auf die Distanz mit uns unterhalten. Ja. So. Und jetzt lade ich, wo ich abgespeichert habe. Sehr gut, jetzt fühle ich mich ausreichend informiert. Ach. Du Nudel. Nein, ich dachte halt, dass das vielleicht ganz, ganz interessant ist, um den Charakter und seine Motive noch ein bisschen besser zu verstehen als den Text, den wir das letzte Mal hatten. Und außerdem haben die Drachen und so ein paar von den Companions noch was gesagt. Das wollte ich jetzt nicht komplett alles weghaben. Aber ich habe irgendwie diese Dialogoption das letzte Mal komplett übersehen. Ja, Sid, ich hab dich lieb. Sehe ich das Wörter in dem Satz wieder nicht stehen, aber Sinn ergeben. Ja. Und? Das mache ich oft. Ist das nicht so, dass man beim Lesen automatisch teilweise Dinge ergänzt im Kopf, die da gar nicht stehen, aber Sinn ergeben? Wer nicht? Ja, genau. Ist es nicht immer so? Ich wollte nach Hause mit meinen Leuten. Verwirrt mich doch nicht so, Leute. Ja, nach Hause. Sieh, du kannst dich jetzt heute nicht einfach dauernd umlegen, damit ich dann wieder die Kamera drehen muss. Bleib doch mal liegen, wie du liegst. Außerdem muss ich doch Dinge dazu dichten, wenn es sonst keinen Sinn ergibt. Ich lese oft die Sachen mehr sinngemäß vor, als komplett so, wie es da steht. I must say, I'm impressed. Ich habe mich schon gefragt, wer heute seinen Kommentar abgeben möchte. Ja, hier ist nichts passiert, ne? Ich habe hier nichts verpasst oder so. Nee, nichts Neues. Okay. Sehr gut. Yippie. Ja, dann können wir uns jetzt überlegen, mit wem wir zu den Druiden in den Wald ziehen wollen. Ja, ich weiß, Hieravias würde sich anbieten, aber der muss nackt sein, der kann nicht. Der ist leider raus. Den werde ich irgendwann einmal durch seine komplette Gefährtenquest schleppen und danach wieder zu Hause abstellen. Ach ja, ich muss ja die Pelagina mitnehmen, weil die da ihre blöde Quest hat. Ja, okay. Na gut. Ja, okay, also die muss mit. Die vier will ich auf jeden Fall auch behalten. Ja gut, ich meine, Lynn kann ich eh nicht rausschmeißen. Haha, witzig. Ja, tut mir leid, du bist wieder raus. Du darfst eh immer nur mal so zum Spielen raus, wenn es gerade nicht so schlimm ist. If you say so. Ja, sag ich so.
Eigentlich müsste ich ja die Olle und den Ollen auch mal wieder mitnehmen, ne? Allein um ihren Gesprächsbedarf zu steigern. Hase, darf ich Durance mitnehmen? Ich frage einfach mal nicht, dass ich es wirklich wollen würde, aber hey, man kann ja mal fragen. Die Reise bis zum Scheiterhaufen geht ja. Du wirst es noch hinkriegen, dass ich tatsächlich seine Gefährten nicht abschließen kann, weil ich nie mit ihm gereist bin. Und er dann sagt, nee, 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 nee. Wenn ich nicht mit dir reisen darf, dann rede ich aber auch nicht mit dir. Aber keinen Schritt weiter. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir einfach so. Ich meine, ich könnte noch die Sagani mit reinnehmen, aber ich habe Edea und Kana zu lieb, ich will die ganz oft dabei haben. Ich weiß, ich habe so ein bisschen meine Lieblinge. Eigentlich wäre es auch cool, Sauer mal wieder mitzunehmen, weil der einfach coole Sachen kann. Ja, okay. Dann nehmen wir die mal näher raus, nehmen stattdessen Sauer mit. Da haben wir wenigstens mal so ein bisschen Varianz. Muss ich jetzt ein Level aufmachen? Nee, okay, sind alle schon gelevelt. I'm ready. Ja, das ist schön für dich. Ja, ihr seid alle sowas von ready. Ah, ich bin stolz auf euch, Leute. So, du kommst Schritt nach vorne. So, passt. Wunderschön. Dann machen wir einmal Haier. Was nehmen wir denn? Ach, nehmen wir einfach mal Maid. Das schadet nicht, das kann jeder haben. Ich glaube nämlich nicht, dass es so gefährlich wird, dass wir den Cheat-Bonus brauchen. Wieso Scheiterhaufen? Verbrennen wir endlich den verfluchten Magier-Elfen dabei? Nein, tun wir nicht. Tun wir sowas von definitiv nicht. I'd be glad to. Lin, bist du still? Verräterin. Ja, da wollten wir hin. Nix hier. Nix gibt's hier zu lachen. Ich finde das faszinierend. Ich meine, der Hauptcharakter hört nicht so viele verschiedene Voice Lines, aber sie sagt manchmal Sachen, die passen so zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, oder halt auch nicht, ne? Je nachdem.